Herzlich willkommen hier bei Revolution Maker. Ich stelle euch heute das Spiel Supremacy 1914 vor. Es ist ein Echtzeitstrategie-Prosa-Game über den Ersten Weltkrieg. Ich bin hier in der ersten Runde dieses Spiels. Das heißt, wir starten mit dem Tutorial. Und ich würde sagen, bevor ich genaueres erkläre, lassen wir das einfach mal laufen. Sergeant steht zu Diensten. Willkommen, Revolution Maker. Ich werde dich bei deinen ersten Schritten begleiten. Zunächst werde ich dich mit einigen Spielfeatures bekannt machen. Du bist der Herrscher von Deutsches Reich. Dein Land hat 10 Provinzen. Jede Provinz produziert einen von 7 Rohstoffen. Armeen sind in den Städten stationiert. Bewege deine Armeen durch Ziehen mit der Maus. Dein Ziel, erobere die gesamte Karte. Provinz Straßburg verloren. Unsere Provinz Straßburg wurde von Astrachan erobert. Befehle deinen Truppen, Straßburg anzugreifen. Erobere Straßburg zurück. Befreie Straßburg, indem du die grün hervorgehobene Armee mit der Maus auf die Provinzgarnison ziehst. So, das heißt, hier ist die grün hervorgehobene Armee. 15 Einheiten, sprich 5000 Mann. Und die ziehe ich jetzt einfach per Mausklick hier rüber. Belohnung, du hast deinen Truppen erfolgreich einen Angriffsbefehl erteilt. Sie werden in wenigen Minuten eintreffen, du erhältst 10.000 Goldmark. Rekrutiere neue Einheiten. Baue ein Wehramt in 3 deiner Provinzen abgeschlossen, 0 von 3. Wehrämter sind wichtig, um Infanteriedivisionen, also hier diese Einheiten, überhaupt rekrutieren zu können. So. Gehen wir mal auf München. Hier in München ist das Wehramt. Sehen, das kostet 250 Eisenerz, 250 Holz und 1000 Pfund. Bauzeit ist 1 Minute. Und dann klicken wir hier auf Bauen. Dann machen wir das Ganze noch einmal in Frankfurt. So. Und in Köln. So. Belohnung. Großartig. Alle Provinzen rekrutieren jetzt neue Truppen. Du erhältst eine Artillerieeinheit als Unterstützung. Starte den Artilleriebeschuss. Benutze die neue Artillerie, um den Angriff auf Straßburg zu unterstützen. Ziehe die Einheit auf die Provinzgarnison, um den Beschuss zu starten. Also wir haben hier die Artillerie. Ebenfalls mit Mausklick rübergezogen. So. Du hast erfolgreich den Beschuss mit der Artillerie befohlen. Schon bald wird die Provinz wieder uns gehören. Provinz eingenommen. Sieg. Wir haben Straßburg zurückerobert. Dir wurde das Nahkampfordensverband verliehen. Erhöhe die Provinzmoral. Die Moral in Straßburg ist sehr niedrig. Erhöhe die Moral auf 100%. Das verbessert die Rohstoffproduktion und die Stärke rekrutierter Einheiten. Jetzt gehen wir auf Straßburg. Und hier. Propagandakampagne. Startet eine Propagandakampagne, um Unterstützer eures politischen Kurses in dieser Region zu mobilisieren. Dadurch wird die Provinzmoral um 10% gesteigert. Das kostet 500 Goldmark. Das ist also jetzt extra Geld. Normalerweise würde ich jetzt, wenn ich hier draufklicke, nur 35% bekommen, aber da wir im Tutorial sind, springt es hoch auf 100%. So, Ordnung wiederhergestellt. Die Provinz ist vollständig repariert. Sie produziert nun mehr Rohstoffe und stärkere Einheiten. Mehr strategische Tipps. Ich werde weiterhin hier sein und die Hinweise deiner Minister zukommen lassen. So, das eigentliche Tutorial ist jetzt zu Ende. Allerdings bekomme ich hier immer wieder Aufträge, die ich aber auch ignorieren kann, wenn ich das möchte. Das geschieht, bis ich einen gewissen Rang erhalten habe, was das mit diesen Rängen und auch eben mit diesem Nahkampfordensverband auf sich zu tun hat. Das kommt ihr gleich zu sehen. Ich mache erstmal hier drauf. Hier die erste Aufgabe, baue Wehrämter, deine Generalität empfiehlt, baue Wehrämter in einer Provinz, ja, ein Provinzen ist, ja gut, um Infanterie zu rekrutieren und hier steht, ich soll diese in Königsberg bauen. Das heißt, ihr habt gesehen, ich kann hier auf die Städte klicken, ich kann das hier auch ziehen, weil da oben Königsberg, ich kann aber genauso gut hier aufmachen. Sehen wir hier, Königsberg hat kein Wehramt und dann baue ich das hier. Aufgabe erledigt, baue Wehrämter, sehr gut, diese Provinz wird jetzt automatisch Infanterie ausheben. So,
Den Chat machen wir mal zu, das machen wir auch mal zu. Was jetzt interessant ist, dass ich hier, wir werden von Frankreich angegriffen. Es ist natürlich jetzt gerade in Anfang des Spiels unvorteilhaft, da man dann durch ein ganzes Verlieren von Truppen für andere leichte Beute wird. Allerdings soll der dann nirgends hin marschieren, also in Berlin zu bleiben. So. Wir müssen uns jetzt aber verteidigen. Vorteil: Wir haben hier mehr stehen, als er von da kommt. Wir haben die Artillerie. Das heißt, wir schieben die einfach mal ein bisschen vor. So. Lassen die mal ziehen. Hier gibt es eine Zeitung. Das geht hier schon gut los. Das ist normalerweise nicht so. Ja. Ihr müsst nicht mehr weiterspielen. Ihr habt einfach schon verloren. Ads Game für mich und mein Hax. Gut, anonymer Spieler. Sprich, er hat nicht den Mut, sich zu stellen. Das ist einfach rein Provokation. Gut, Tani hat darauf auch wieder direkt geantwortet. Das ist jetzt für mich auch uninteressant. Also, man sieht hier, es gibt einen Index der Macht. Ich mag jetzt das einfach mal alles anzeigen. Und zwar sehen hier rechts neben den Nationen Punkte. Diesmal alles 54, außer die Länder, die von KI gespielt werden, also Computer, nicht von echten Spielern. Die haben weniger, weil sie auch weniger Provinzen haben. Ziel des Spiels ist es, ich kann das hier auch nochmal anzeigen, dass man 1000 Punkte erreicht. Das heißt, der Erste, der hier 1000 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ja, ich werde hier erstmal. Ach, Timer mal auf. 18 sollte reichen, nach Straßburg runterziehen. Und hier ich auch nochmal 17 nach Straßburg runterziehen. Um hier einfach dem angreifenden Franzosen etwas entgegensetzen zu können. Und dann machen wir hier erstmal weiter. Ölverbrauch verringern, deinen ökonomischen Berater empfehlen, dass du den Ölverbrauch verringern solltest. Der steht bei 0. Ich kann aber auch noch besonders viel Öl produzieren. So. Ah, jetzt aber. Aufgabe erledigt, verringert den Ölverbrauch. Glückwunsch, spart jetzt wertvolles Öl. Öl ist ganz wichtig, um fortschrittliche Einheiten zu produzieren. Das sehen wir auch noch. So, ich soll jetzt zwei Kasernen in Königsberg und in Straßburg bauen. Ob das jetzt so toll ist, weil hier gleich die Schlacht stattfindet, weiß ich nicht. Ich mach's einfach mal, damit der Satzspiel zufrieden ist. Königsberg und hier ist Straßburg. So. Eine Werkstatt in Hamburg bauen. Werkstätte sind wichtig, um Panzerwagen rekrutieren zu können. Später, ab Tag 8, kann man, wenn man Werkstatt Level 2 hat, aus der Werkstatt Fabriken machen, um andere Einheiten wie Panzer oder Artillerie bauen zu können. So, jetzt soll ich mir eine Festung in Breslau bauen. Ich hätte die lieber in Straßburg gebaut, aber sei es drum. Hier Breslau Festung. Was will er jetzt? Will er, dass wir die Werkstatt auf Level 2 setzen? Machen wir das einfach mal. Genau, und jetzt soll hier auch ein Panzerwagen gebaut werden. Das heißt, ich klicke hier, jetzt soll schon dieser Helm auf. Und hier kann ich einen Panzerwagen bauen. Also, hier wird quasi halt seine Eigenschaften. Wie ihr sehen könnt, kann man hier noch einiges bauen. Bisschen zum Schlachtschiff. Was aber hier ab der Artilleriefabrik benötigt, das geht also. Man kann jetzt ab Tag 8 eine Fabrik bauen, aber nur, wenn die Werkstatt auf Level 2 ist. Das ist sie in diesem Fall. Das heißt, ab Tag 8 können wir dort eine Fabrik bauen. Jetzt bauen wir erstmal einen Panzerwagen. Der braucht bei Werkstatt Level 1 2 Tage, bei Werkstatt Level 2 1 Tag. Das heißt, sobald die Werkstatt hier auf Level 2 hoch ist, in 29 Minuten, wird der auch nur noch einen Tag brauchen. So. Ja, jetzt soll ich hier Dänemark erobern. Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich das finde, weil ich mich ja auch noch gegen Frankreich wehren muss. Da scheint jemand eine Koalition eingegangen zu sein. Schauen wir mal nach.
Mittelmeerpack. Ja. Es scheint aber allein zu sein. Gucken wir mal nach. Hier kann man die Koalition nachgucken. Ja, ist nur Großbritannien, also ist es uninteressant. Gut, dann. Vorschlagen. Sammeln wir mal ein paar Truppen in Hamburg. Schicken die aus Berlin. Teilen wir mal auf. 18 reichen. Doch mehr Angriff hier auf Kopenhagen. So, dann ist Damien sein Wunsch jetzt auch hier erfüllt. So, gucken wir weiter. Ich soll andere Spieler kontaktieren. Genau, das kann man übrigens hier auch tun. Das heißt, sprich einfach, ich gehe hier auf diesen Brief mit den Händen namens Diplomatie. Hier wird mir angezeigt, hier diese Menschen, das sind aktive Spieler. Die können auch inaktiv werden. Das heißt, dann sind die zwar von diesen Spielern besetzt, aber machen nichts. Das heißt, der Computer hat wieder umgenommen. Dann sind dann diesem Spieler nochmal ein Bildschirm. Hier, das bedeutet quasi, dass das noch frei ist. Ich kann hier quasi Leute einladen, um den Platz zu betreten. Und dann gibt es halt die KI-Länder. Die sind halt hier nur durch diese einzelnen Computer gekennzeichnet. Ich kann hier bei jeder Nation Krieg, Handelsembargo, sprich, wenn wir vom Krieg darauf gehen, dann ist es ein Waffenstillstand. Das Standardfrieden, Wegerecht bedeutet, dass man ja, durch das Land des anderen marschieren kann, ohne einen Krieg anzuzetteln. Gemeinsame Karte bedeutet, dass man alles sieht, was der andere sieht. Und dann gibt es noch genannten Premium-Account oder auch Heeresleitung genannt. Da gibt es auch noch die gemeinsame Spionage. Also ihr seht, hier kann man einiges tun in diesem Spiel. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Verbündeten. Ja, Frankreich wird es wohl nicht werden. Da versuchen wir es doch mal mit Italien. So, Papa Strohpuppe. Sehr Erta, Papa, Stroh, Puppe. Ich würde gerne mit Ihnen ein Bündnis eingehen und freue mich über. Ah, ja, das ist halt Aktualisierungsprobleme schon beim Laptop. So. Über ihre Antwort. So. Hoch achtungsvoll Kaiser Duschen Maker. So, abgeschickt. Dann ist auch die Aufgabe jetzt erledigt. Jetzt gibt es etwas Neues. So etwas in Daily European schreiben. So, Daily European ist hier die Zeitung, die ich eben euch schon gezeigt habe. So, hier kann man eigene Artikel schreiben, wie man hier sieht. An den ersten paar Tagen gibt es hier noch ein paar Tipps. Das ist der Spielemacher. Ansonsten kann man hier halt alles Interessante sehen. Also, wer welches Land betreten hat, wer hier im Krieg erklärt worden ist. Spanien und Schweden haben sich Krieg erklärt. Wie das, also Schweden hat Spanien den Krieg erklärt. Wie das sich das vorstellt, ob der da jetzt runterkommt, ich weiß es nicht. Hier gab es auch schon hinterher den Kriegsakt. Also wenn man ein Land angegriffen wurde ohne eine vorherige Kriegserklärung. Schweden scheint irgendwie jedem den Krieg zu erklären. Ich weiß es nicht. Und man kann halt auch sehen, wenn hier zum Beispiel wird festgestellt, fertiggestellt, wenn irgendwas gebaut wurde. Jetzt sollen wir einen Artikel schreiben. Das heißt, wir gehen hier hoch. Sieg gegen Frankreich, wir sollen ja provozieren. Die Franzosen wollen einmarschieren und wir werden sie stoppen. Senden. Wunderbar. Ist auch jetzt erledigt. Das werden wir nicht machen. Wir warten ab, bis alle Länder besetzt sind, weil das Österreich-Ungarn, Finnland, Griechenland sind alles Staaten, die noch besetzt werden können. Sonst laufen die noch bei uns durch und bedanken sich. Das wollen wir natürlich nicht. Ich mache jetzt kurz einen Cut. Und dann werde ich meinen Account bestätigen. Dann bekomme ich hier nochmal 5000 Goldmark, habe ich 19.000 Goldmark.
Und dann zeige ich euch den Rest, wie alles funktioniert. So, dann machen wir jetzt weiter. Ich fange einfach mal daran an, dass ich euch hier mal die Karte zeige, indem ich hier erstmal verkleiner, gar nicht so klein, erstmal so. Wie ihr seht, es ist der ersten Karte des Ersten Weltkriegs. Es sind einige Länder, die es so nicht gab. Zum Beispiel Livland und Litauen gab es nicht. Ukraine gab es so nicht. Einige Länder sind aufgeteilt worden, wie Russland, Nordrussland, was einfach den Zweck hat, dass mehr Spieler auf der Karte spielen können. So ist auch die USA gesplittet worden. Hier Westlibyen, Ostlibyen, Westalgerien, Ostalgerien. Also da sind manche Sachen verändert worden. Zum Beispiel hier die Schweiz gehört in diesem Spiel zu Belgien. Einfach nur dem Spielsinn halber. Seht, es sind einiges dabei. Mittelpunkt ist natürlich Europa. In dieser Karte können bis zu 32 echte, also menschliche Spieler aufeinandertreffen, bloß halt die Länder, die grundsätzlich von der KI gesteuert werden. Wir hatten jetzt hier Glück, das Deutsche Reich zu bekommen. Darauf hat man allerdings keinen Einfluss. Das ist Zufall. Es gibt hier, also die Provinzmoral, es gibt auch nochmal eine Truppenmoral, die man natürlich hier mit Goldmark hochpushen kann. Goldmark kostet allerdings Geld. Da gehe ich sehr sparsam mit um. Außerdem halte ich nichts davon. Goldmark-Spieler sind auch sehr ungern, also sehr unbeliebt, sagen wir es mal so. Die sind nicht so, die mag man nicht so, weil es einfach eine unfaire Strategie ist, sich mit Goldmark einen Sieg zu verschaffen, indem man sich die Moral hochpusht oder die Moral des Gegners runtersenkt. Etc. etc. So, ich habe jetzt hier meinen Akkord bestätigt. Hier ist der Mobilisierungsorden, den ich versprochen bekommen habe. Ja, der Nahkampforden lässt auf sich warten. Hier die Post bestätigt einfach nur hier, dass ich meinen Account bestätigt habe. Bei den News, also auf der Hauptseite, Startseite, sieht man halt, wenn irgendwas Neues ist, was das Spiel betrifft. Die Spiele. So, hier seht ihr schon, es gibt verschiedene Arten von Karten. Was wir derzeit machen, ist eine solche Karte. Also die 30er Map. Da gibt es halt noch Karten, wo die gesamte Welt drauf ist. Es gibt Karten, wo nur Südamerika drauf ist. Wo nur Europa drauf ist. Also es gibt die verschiedensten Varianten. Was noch wichtig ist, ist meine Dienstakte. Also das ist jetzt hier klar, überall 0 habe. Ja, den Account hat er erst gemacht. Gut, der Nahkampforden wird noch kommen. Das hat halt manchmal so Aktualisierungsprobleme. Hier auch alles 0. Das wird am morgigen Tage aktualisiert werden. Wenn man hier auf Spielen klickt, dann sieht man halt den Spielen, denen man beigetreten ist. Und jetzt gehen wir zum Spiel zurück. Das ist quasi halt ein Browser-Game, zwei Links, ne? So, gucken wir mal. Hier, das stationiert sich in Hamburg. Die marschieren nach Kopenhagen hoch. Wir bereiten uns hier auf den Angriff Frankreichs vor, den wir natürlich so eigentlich nicht gewollt hatten. Aber es ist halt so, sollte das Spiel eigentlich nicht beginnen, egal. Muss man mit leben. Ich werde jetzt hier noch, genau, ich werde hier noch einiges anpassen. Ja, so, ist gut, keine wahnsinnige Produktion. Das Problem ist halt, wenn wir hier Minus haben und ins Null gehen, leidet auch die Moral drunter. Das kann sehr negative Folgen für den Verlauf des Spiels auf uns haben. In der Rohstoffbörse, also hier dem, kann ich allerdings immer wieder was nachkaufen zu gewissen Preisen. Kann auch selbst Sachen verkaufen. Ich werde jetzt erstmal die Tatsache, da wir direkt hier in einen Krieg gezogen wurden und kein Getreide haben und wir Kasernen Getreide brauchen, erstmal nur Festungen für die Verteidigung bauen. Dann machen wir auch erstmal Schluss für heute und dann sehen wir uns an Tag 2 wieder. Gucken wir mal, wie sich das hier mit Frankreich und Dänemark entwickelt und ob vielleicht dann doch das Bündnis mit Italien zustande kommt, das ich anstrebe, die aber auch sehr leichtsinnig bereits in Österreich einfallen. Das ist natürlich auch nicht klug. Also es wird auch, sie werden den Krieg wohl nicht überstehen. Auch Österreich wird darunter sehr leiden, wenn er denn aktiv ist. Denn
wenn Frankreich seinen Krieg aufgeben sollte, wäre das für uns leichte Beute, ansonsten haben wir selbst Probleme, leichte Beute zu werden. Wir haben zwar doppelt so viele Truppen wie Frankreich, bloß eine Artillerie, die Frankreich nicht hat, was daran liegt, dass wir hier unsere erste Runde gemacht haben. Wäre dies jetzt unsere zweite oder dritte Runde gewesen, hätten wir mit 10 Einheiten pro Provinz angefangen. So haben wir mit 20 pro Provinz angefangen, außer hier mit 15 und einer Artillerie. Das ist aber sich eigentlich relativ ausgleicht, ist so fair. Das vielleicht, bin ich überlegen, vielleicht lasse ich auch hier die Truppen abziehen, überlasse den Franzosen Straßburg, das ist seinem Moralunterziehung, bombardiere ihn und greife ihn dann wieder an, um einfach um, ja, um nicht zu viele Truppen zu verlieren. Mal schauen, mal schauen. So, und dann, ich sag bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.